Allradreisemobile sind in aller vor allem dieses Jahr auf dem Caravan Salon 2024. Erst gestern haben wir euch den Detlefs Hümer 4 vorgestellt und jetzt ziehen wir mit dem neuen Hümer MLT 570 Crossover nach. Ein richtig geiles Fahrzeug mit einem tollen Preisvorteil. Und wenn ihr Bock auf das Video habt, dann bleibt dran. Wir starten wie immer mit dem Außendesign. Ihr kennt das Außendesign im Großen und Ganzen schon. Es hat sich trotzdem vor allem an der Beklebung einiges geändert. Vorne haben wir nach wie vor den Mercedes Sprinter in der 190 PS Variante und logischerweise auch der Automatik höher gelegt. Das sieht man auch. Das hier vorne ist übrigens eine Stufe, da könnt ihr drauf gehen, um in die Motorhaube reinzukommen. Ist bei den Allradfahrzeugen sehr, sehr gut. Der Kühlergrill ist hier in Chrom, das ist auch serienmäßig mit dabei. Und was ihr auch dabei habt, ist die Lightbar. Die kriegt ihr beim MLT 580 zum Beispiel nicht. Ist beim 570 in dem Grundpreis oder in dem 570 Paket schon mit drin und funktioniert dann auch mit dem Fernlicht. Auf der linken Seite, was hier neu ist, sind diese neuen Radlaufblenden. Das ist so eine Art Verbreiterung, lässt das Ganze noch mal ein bisschen schöner wirken, hat aber auch eine Funktion, nämlich der Dreck spritzt nicht an dem Radlauf vorbei, sondern wie gesagt, der Radlauf ist überm Rad. Auch die Delta-Felgen sind bei Hümer dieses Jahr Sonderausstattung. Auch die BF Goodrich-Bereifung, die ihr dazu haben könnt, wäre dementsprechend auch Sonderausstattung. Das heißt, könnt ihr ab Werk schon mit drauf machen. Hat natürlich den Vorteil, dass es ein bisschen günstiger ist, weil das einfach so die klassische Ausstattung ist. Wenn ihr es dann doch noch mal ein bisschen extravaganter haben wollt, dann könnt ihr uns da auch gerne drauf ansprechen. Wir selber haben eine große Auswahl an Delta-Felgen, die wir euch dann zeigen können. Auf der linken Seite unsere Beklebung. Die ist jetzt tatsächlich komplett neu. Die Farbe vom Crossover ist gleich geblieben, das seht ihr auch. Und auch das 4x4 ist nicht mehr eine Zahl, sondern das sind hier 4 Striche mal 4. Man sieht es auch, das ist sehr geradlinig gehalten. Früher war es ein bisschen dezenter mit geschwungenen Linien. Da haben wir diese geraden Striche. Das Crossover sieht anders aus, das MLT 570 sieht anders aus. Lasst es gerne mal auf euch wirken. Mich würde mal interessieren, wie es euch gefällt. Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare rein. Ich kenne das Design jetzt tatsächlich schon seit 1,5–2 Jahren. Der MLT 570 sollte eigentlich zum letzten Caravan-Salon kommen. Ihr könnt euch aber vielleicht daran erinnern, dass es da die Chassis-Problematik mit Mercedes gab. Und dann hat man den 570 einfach nach hinten verlagert. Und deswegen kenne ich das schon. Ich finde es sehr, sehr schick, muss ich sagen. Mir gefällt es gut. Ich finde es schön. Ich habe aber auch schon Kundenstimmen gehört, die gesagt haben, gefällt mir eher nicht so. Ihr könnt es natürlich dann auch individuell handhaben, weil diese Beklebung, die könnt ihr auch runter machen. Ja, wir zum Beispiel hatten schon einen 570 da, wo wir die Beklebung runter machen mussten. Ja, aber trotzdem finde ich, sieht es ganz cool aus. Wir gehen auch mal so die einzelnen Klappen durch. Ihr seht gleich mal hier euer EBL, Elasi-Ventil. Dazu haben wir hier den Sicherungskasten. Bisschen viel Elektronik, könnt ihr aber auch einfach dann sehen, wo es dann wenigstens ist. Dann geht es gerade weiter mit der Klappe, die wir hier unten haben. Da ist unser Smart Battery System drin. Wir sehen hier einmal, zweimal, dreimal, viermal 80 Amperestunden Lithium, Power natürlich wieder on top. Ganz viele Regler und ganz viele Kabel. Ihr habt auch hier wieder die 2x90 Watt Solaranlage auf dem Dach. Auch wieder alles in dem MLT-Paket und inklusive dem Wechselrichter. Einen Moment, bleib stehen. Inklusive dem Wechselrichter. 3, 2, 1. Mit 1800 Watt. Dann haben wir hier unseren Toilettenkasten inklusive einem kleinen Speditionszettel. Sollte man vielleicht noch mal rausmachen. Auch jetzt der kleine Unterschied zum Detlefs. Beim Detlefs haben wir die Klesana drinne. Auch beim 570 ist der Klesana-Umbau gar nicht mal so einfach, weil das einfach eine Banktoilette ist. Das muss entsprechend verkleidet werden. Haben wir aber auch beim Grand Canyon S schon gemacht. Können wir natürlich auch mit anbieten. Serienmäßig ist die Tedford drinne. Das sind jetzt auch mal so Unterschiede. Ist auch ganz geil. Und der oder diejenige von euch, welcher sich dann den Detlefs angeschaut hat, ihr könnt euch noch daran erinnern, dass wir da noch von dem Überhang hinten gesprochen haben. Das werden wir uns natürlich auch gleich noch mal anschauen. Ansonsten haben wir hier zwei Gaskästen. Wir haben natürlich trotzdem die Diesel-Warmluftheizung serienmäßig mit drin. Ihr könnt natürlich hier auch eine kleine Gasflasche anschließen und das vielleicht ein bisschen als Stauraum benutzen, auch wenn man das rein rechtlich gar nicht darf. Ich will euch dazu auch nicht raten. Und oben habt ihr nochmal eine zusätzliche Kassette, die ihr verwenden könnt. So, dann
unsere Garagenklappe bei Mercedes. Die gefällt mir persönlich wirklich gut. Wir haben nämlich eine große Klappe, hier noch ein bisschen Platz. Hinten ist es dann ein bisschen schmaler. Ich kann aber auch, ich habe tatsächlich ein Maßband von Hümer gestellt bekommen. Tatsächlich auch gut. Hier mit dem Schriftzug begleitet. Da haben wir jetzt eine Länge oder eine Höhe, sage ich mal, von 1,20 Meter, einem guten. Und eine Breite, Klappenmaßbreite von, ja, ich würde mal sagen, es sind ein bisschen weniger als 80 cm. Hier drin ist es dann nochmal ein Stückchen breiter. Da ist auch nochmal ein Sicherungskasten verbaut, Riffelblechboden, Schienen an der Seite mit Verzurösen, aber auch hier oben. Dann zwei Leuchten, einmal auf der rechten, einmal auf der linken Seite. Und dann nochmal ein kleines Fächlein für Utensilien auf der linken Seite auch. Wir gucken uns das gleich nochmal von der anderen Seite an. Dazu habt ihr natürlich die Reserveradhalterung. Das Reserverad ist dann auch mit am Start, inklusive auch der Leiter und klassisch das MLT-Heck, was wir eigentlich schon kennen. Dazu natürlich noch die Rückfahrkamera von Mercedes und klar Bremslicht. So, dann auf der anderen Seite, die Klappe hat die gleichen Abmaße, die wir auch auf der linken Seite haben. Wenn ihr es genau wissen wollt, schaut euch das gerne nochmal in der Videobeschreibung an. Das hier ist übrigens unsere Außendusche. Diese ist auch schon in dem MLT-570-Paket verbaut. Das hier kennt ihr noch, ja, da ist dann die Axt drin, die Schaufel drin, dieses ganze Werkzeug, das dann normalerweise von Fiskars kommt. Das Ding ist nur, das kannst du hier in der Messe gar nicht ausstellen, weil das tatsächlich einfach geklaut wird. Deswegen hat es Hümer hier von vornherein schon rausgenommen. Ihr seht auch, dass man hier den Zugang zum Frischwassertank hat. Da seht ihr noch ein bisschen Elektronik. Kommt er aber ganz gut ran, wenn ihr den aufschrauben müsst, wollt, was auch immer, kriegt ihr das da eigentlich ganz gut hin. So, ja, so viel zu dem Thema. Markise ist zum Beispiel hier in Schwarz, die Rahmenfenster, und da ist auch ein kleiner Unterschied zum alten Modell, die sind ein bisschen schmaler. Das hat den Nachteil, dass weniger Licht reinkommt, und den Vorteil, dass ihr euch nicht so ausgestellt fühlt, sage ich jetzt mal. Ja, also durch die kleineren Fenster kann man relativ gut sich in dem Fahrzeug abschotten. Das ist dann auch ein bisschen der Vorteil, dass dann eben von außen nicht so gut reinschauen kann. Auch auf der Seite haben wir dementsprechend diese Beklebung. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal ans Eingemachte, nämlich an das Thema technische Daten. Das ist natürlich auch noch ein sehr interessantes Ding. Wir starten am besten mal mit dem Preis. Der 570 Crossover hat einen Grundpreis von 156.900 €. Sonderausstattung gibt es natürlich noch jede Menge. Ich kann euch mal die Liste durchgehen, was das ausgestellte Fahrzeug zum Beispiel drin hat. Dann könnt ihr gut und gerne bei einem Preis von 174.000 € landen. Gehen wir jetzt aber mal von 160.000 € aus, weil er ja eigentlich schon fast fertig dasteht. Ihr müsst ja gar nicht mehr viel machen. Die Delta-Felgen sind jetzt zum Beispiel nicht günstig. Die kosten, glaube ich, auch noch mal so 5.000-6.000 € Aufpreis. Ihr habt aber mit dem 570 Crossover-Paket, das heißt, da ist die Warmluftheizung drin, da ist die Lightbar drin, da ist der Allrad drin, da ist die Autarkie mit drin, da sind die beiden Solaranlagen drin, da ist die Beklebung mit drin, da ist die Höherlegung drin, da ist die Grobstornbereifung, die Höherlegung, die Leiter hinten, auch die Markise, das ist alles in diesem 570 Crossover Paket mit dabei. Und da habt ihr den Preisvorteil von 5.625 €, wenn ihr das Ganze als normalen MLT 570 ausrüsten würdet. Oder wenn ihr das alles als Einzelausstattung, so wie es beispielsweise beim MLT 580 der Fall ist, ausstattet. Der Vorteil, den der 570 auch hat, er ist kürzer als der 580. Wie viel zeige ich euch gleich oder sage ich euch bei den technischen Daten. Nachteil ist natürlich, die Garage ist hinten kleiner. Die ist beim 580 natürlich etwas größer. Der Überhang ist dadurch aber trotzdem kürzer. Um wie viel kürzer, zeige ich euch jetzt. Wir haben jetzt hier bis zu der Radkante, sage ich mal, 1,67 m. Wenn ich das festhalte, aber tatsächlich bis zum Auflagepunkt ziehe, dann sind wir hier bei guten 2 m. Ja, jetzt wären wir zum Beispiel bei dem 580. Wenn wir es jetzt bis zur Radkante oder bis dem ersten Punkt des Rades, dann sind es so nochmal 10 cm, die wir wegnehmen von den 2 m. Weil bis hierhin haben wir jetzt mal gemessen. Wir sind davon ausgegangen, dass da hier hinten du halt auch noch aufliegen kannst. Natürlich, jetzt kannst du ein bisschen genauer sein, was auch immer. Wie gesagt, wir haben hier 1,90 m. Und dann bis zum Rad, also bis zum Auflagepunkt des Rades, wenn wir bei ca. 2,30 m. Das ist natürlich jetzt nicht alles
ganz, ganz genau gemessen. Wie gesagt, ist grob gemessen. Der 580, einen Moment, der 580 hat eine Länge von 6,98 Meter und der 570 von 6,89 Meter. Das heißt, der 570 ist 9 cm kürzer, hat natürlich auch 9 cm weniger Klappenmaß und natürlich auch nicht die Möglichkeit wie der 580 der XL-Betten. Das zeigen wir euch aber, wenn wir reingehen. Für alle genaueren Details, die findet ihr in der Videobeschreibung. Wir haben eine Breite von 2,22 Meter, eine Höhe, Fahrzeughöhe von 3,05 Meter. Das ist natürlich schon ein Wort. Ihr könnt euch erinnern zum Detlef, als wir dort waren. Der ist wesentlich niedriger, aber man merkt sich auch in der Innenstehhöhe, die ist dann noch mal um einiges besser. Der Frischwassertank fasst 120 Liter, der Abwassertank 100 Liter. Wir haben eine Masse im fahrbereiten Zustand von 3,41 Tonnen. Natürlich, wenn ihr Sonderausstattung noch mit reinpackt, ein bisschen mehr. Aber dadurch, dass ihr im 570-Paket, sage ich jetzt mal, schon relativ viel drin habt, ist das eigentlich schon ein sehr zuverlässiger Wert. In dem Serienzustand ist die technisch zulässige Gesamtmasse 4,1 Tonnen. Könnt ihr noch mal ein bisschen anhöhen auf 4,25. Ich würde sagen, wir gehen mal rein, weil drin wird es natürlich wieder besonders interessant. Wusstet ihr schon, vom 20. bis 22. September machen wir unsere Hausmesse in Mannheim und Wertheim. Das bedeutet für euch tolle Rabatte auf Fahrzeuge, Zubehör, Werkstatt, aber auch Vermietung. Ein tolles Programm mit viel Musik, Essen, Trinken und so weiter. Aber eine Kleinigkeit, Besonderheit haben wir noch. Genau, in Wertheim bin ich nämlich mit meiner Crew auch dabei. Also auf jeden Fall von Samstag bis zu dem Sonntag bin ich auch da. Und wir machen hier so ein kleines Follower-Treffen. Das heißt, den Laden hier werden wir mal ordentlich aufmischen, würde ich sagen. Es lohnt sich auf jeden Fall für euch. Klickt einfach hier unten für weitere Informationen und Fahrzeugdeals. Herzlich willkommen im Innenraum vom 570. Wenn ihr natürlich jetzt so drüber geht, dann erkennt ihr vielleicht vieles vom 580 wieder. Wenn ihr den 580 noch nicht kennt, dann werdet ihr vielleicht auch genauso begeistert sein, wie wir das sind, weil ich finde, der sieht richtig schön und richtig hochwertig aus. Wir haben jetzt hier einen Grundpreis, der nochmal 30.000, 40.000 Euro höher ist als bei einem vergleichbaren Crafter 4x4, den wir euch gestern vorgestellt haben. Ich finde aber auch, man sieht das Ganze. Ganz klassisch unser Mercedes MBUX, da hat sich nichts dran geändert. Es ist nach wie vor die 190 PS mit der Automatik. Ihr habt nach wie vor die Vollausstattung drin. Das heißt, die Distronic Plus, alle weiteren Assistenzsysteme, die ihr drinne haben wollt, die sind auf jeden Fall drinnen. Ihr seht auch, mit den Grubstollenreifen dürft ihr auch maximal 120 km/h fahren. Ja, ganz ehrlich, viel mehr müsst ihr mit dem Fahrzeug gar nicht fahren und es macht auch gar nicht so viel Spaß. Ihr habt vorne die Faltverdunklung. Der Wohnraum, der kommt sehr, sehr gut in den Rest des Fahrzeugs mit rein. Also wir haben hier grau, schwarz, dann hier diese Filzabdeckung. Das ist auch echtes Filz, was da ist. Eine schöne Akustik im Fahrzeug. Native Bamboo ist serienmäßig. Auch die Klappen in der Filzoptik und die Wände in der helleren Filzoptik, die sind auch serienmäßig. Also alles, was ihr hier drin seht, ist so beim 570 Crossover. Und das hier ist, finde ich, eines der persönlichen Highlights. Diese neue Lederkombination, die ihr als Sonderausstattung habt. Und zwar ist das sogenannte Lederlund. Ihr kennt das vielleicht auch von einem anderen Grundriss. Beim Venger S zum Beispiel war das mit so einem braun abgesteckten Leder. Und hier ist das Lund mit so, du kannst mal hinfilmen, Josh, mit so grünen Nähten versehen. Hier nochmal so grüne Applikationen. Dann, wenn ihr, also Hymats auch ganz gut dekoriert, wenn ihr da noch ein bisschen dieses Grün mit reinbringt, dann sieht es schon echt schick aus. Das muss ich wirklich sagen. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Das ist hier auch noch reingestickt. Das ist jetzt eine Sonderausstattung, die ihr allerdings nur im 570 Crossover bekommt. Als Alternative kriegt ihr das Leder Criccio und das ist natürlich dann in diesem Schwarzton komplett ohne irgendwelche Ziernähte. Ich würde euch aber empfehlen, weil es mir persönlich gut gefällt und weil es in echt wirklich sehr gut kommt, dass man das Lederlund damit hinzufügt und natürlich dann auch noch so ein paar grüne Elemente, wie jetzt zum Beispiel diese Zierkissen, die, glaube ich, auch im Preis mit enthalten sein müssten. Wenn man das mit reinpackt, dann sieht es hier wirklich sehr wohnlich und sehr schön aus. Wir haben dann auch das Fenster in der T-Haube, den Tisch, den kennt ihr, den könnt ihr auch verschieben, den könnt ihr drehen, den könnt ihr aber auch nach unten und nach oben verstellen, könnt da draußen noch mal ein zusätzliches kleines Bett machen. Normalerweise ist der eigentlich auch so rum, weil ich habe ja auch ein bisschen Hümer schon studiert. Das geht hier auch um das Thema Blickachse.
Designführung, genau. Und zwar kennt man es bei Hümer, das geht so nach hinten durch und dann führt es sich hier hinten wieder zusammen. Ist jetzt ein bisschen ja, übertrieben gesagt, trotzdem eigentlich ganz stimmig. Wir haben auch hier nach wie vor die Kopfpolster, die kann ich noch nach oben stellen. Ich wüsste jetzt gerne mal wie. Ja, einfach hoch machen, ja, okay. Und nach unten geht nicht mehr. Da ist ein Knopf, den ich reindrücken kann und hier wahrscheinlich auch. Genau, und dann geht das Ganze wieder runter. Dazu habe ich meinen Fernseher. Da gibt es einen Mechanismus. Ach so, ich muss ihn einfach nur reindrücken. Dann kann ich den Fernseher rausholen. Das ist ein 32 Zoll Alphatronics. Das Problem ist jetzt nur, den könnt ihr natürlich nicht nach hinten verschwenken. Ja, wenn ihr das haben wollt, dann müsst ihr da euren Händler, ihr könnt natürlich den 570 auch bei uns bestellen. Wir haben auch schon vorbestellt, das heißt, bei uns sind die Lieferzeiten auch relativ stark. Könnt ihr dann auch beim Händler nochmal besprechen. Aber macht jetzt da ehrlich gesagt weniger Sinn, da eine andere Halterung mit reinzumachen. Diese Lampe hier, muss ich euch ehrlich sagen, die gefällt mir nicht so gut. Das Design und so weiter finde ich mega geil. Und auch den Standort, dass ihr die hier aufhängen könnt. Ihr habt dann hier auch, seht es, ja, so eine Art Halterung, wo man das dann da reinmachen kann. Und schaut euch das jetzt auch bitte nicht von mir ab, weil ich das ehrlich gesagt nicht so gut beherrsche hier. Ja, und so in etwa geht das dann. Da könnt ihr das dann auch einhängen. Ihr könnt es dann auch punktuell irgendwie benutzen. So ein bisschen wie mit so einer Laterne nachts rumzulaufen. Ich finde es halt einfach scheiße, dass es ein Kabel hat. Ja, es gibt von Hümer und Eriba auch Lösungen, wo das dann aufgeladen wird, wo man sich dann als Tischleuchte irgendwo hinstellen kann. Ja, finde ich sowas ein bisschen schöner, aber ist jetzt prinzipiell nicht verkehrt. Wenn man es gut macht, dann stört es vielleicht nicht. Das hier ist ganz geil, hier mit diesen Lederlaschen. Dazu nochmal sehr viel Stauraum. Ihr seht auch hier gleich Ten Half. Die SAT-Anlage ist nicht im 570-Paket drin, die ist separat. Dann das CP Plus von Truma. Ihr wisst ja auch, dass wir in dem Fahrzeug die SCU-Unit drin haben von Hümer. Das kennen wir aus dem 580 schon oder von anderen Hümer-Fahrzeugen, wo ihr einfach nochmal alles zentral steuern kann, könnt. Wo ihr auch die Lichttemperatur wählen könnt. Ihr könnt das jetzt zu Kaltlicht machen. Aber warm ist einfach ein bisschen schöner, finde ich. Ihr könnt es jetzt ein bisschen runterdimmen, wenn es euch zu arg ist. Ja, das könnt ihr separat dann nochmal wählen. Ich finde das ehrlich gesagt Spielerei. Ich habe selber auch eine Lichtsteuerung zu Hause. Ich benutze sie eigentlich nicht. Ja, dann Sitzgruppe. Natürlich von mir mal wieder der Test. Schöne L-Sitzgruppe mit schwenkbarem Tisch. Ist drinnen schon in der Serienausstattung. Dann hier diese Native Bamboo Optik. Hier unten auch. Finde ich echt schick. Und bequem ist sie. Wieder ein ordentliches Polster. Wenn ich das jetzt noch ein bisschen hochziehen könnte, ich bin aber nicht so mobil, deswegen komme ich gerade nicht hin, dann kann ich das auch gut zum Fahren benutzen. Ja, man merkt es einfach, schaut euch das Fahrzeug am besten selber mal an und überzeugt euch selber mal von der Wertigkeit, die Hümer hier hat. Dann hier auch Küchenerweiterung, da kann ich hier ein bisschen schaffen. Das ist halt geil, muss ich echt sagen, ein richtig hochwertiges Schneidebrett, das ist auch hier wirklich echt Holz. Das könnt ihr natürlich als Spülabdeckung nutzen, könnt es aber auch als Schneidebrett nutzen. Und ich muss sagen, das finde ich echt praktisch. Auch wenn es jetzt aus Kunststoff ist, aber Holz ist ja auch ein bisschen geiler, weil da nicht so viel Mikroplastik ins Essen reinkommt, könnt ihr das gerade dann die Reste einfach darunter schmeißen. Super komfortabel. Habt dann auch noch einen Dreiflammkocher. Also ihr seht mal hier, 1, 2, 3. Dann hier nochmal zusätzlich unsere Piezo-Zündung. Hier wieder Native Bamboo Küchen. Rückwand. Keine der Sachen ist jetzt hier irgendwo, also sowas wie jetzt die Verdunklungsplissee, das seht ihr eigentlich gar nicht. Das ist schön verkleidet. Diese Fliesenoptik finde ich echt ganz schick. Und dann haben wir natürlich in der Küche jede Menge Stauraum. Ja, auch hier Steckkasten. Soft Close logischerweise. Auch eine schöne Betonbodenoptik. Und das ist jetzt etwas, finde ich ein bisschen schade, dass das Silber ist. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel mal so eine der Kritikpunkte. Ich hätte mir das gewünscht, dass es vielleicht in einem anderen Design ist, dass es vielleicht anders beklebt wird. Ich weiß auch, dass es schon mal, dass es möglich ist. Ob das natürlich dann nachhaltig ist, ist die andere Frage. Aber hier dann auch das Schwenkbad zu sehen. Hier sieht man jetzt auch schon, dass es in dem Schwenkbad-Zustand ist. Ich gehe einfach mal rein, zeige es euch. Übrigens Stehhöhe, ja, ich bin 1,88 Meter groß, im Bad eigentlich ganz gut.
Natürlich ist es hier ein bisschen enger, aber trotzdem kann ich mich hier gut bewegen und ich bin jetzt auch nicht der Schmalste. Es gibt mit Sicherheit breitere Menschen, es gibt aber auch schmalere Menschen als mich. Und das kann man dann wieder zurückklappen. Und ihr seht auch, es ist ein schönes Bad. Wir haben die Weißelemente einer klassischen Nasszelle. Wir haben aber auch, das finde ich sehr schön, schwarze Armaturen, auch einen schwarzen Griff hier auf der rechten Seite, sehr viel Filz, auch nochmal Stauraum. Schauen wir hier nochmal. Und hier. Jawohl. So, jetzt gibt es die ein oder andere Kritik zu der Banktoilette. Das ist schade, dass ihr die Banktoilette jetzt drin habt, denn ein Klesana-Umbau ist nicht so einfach und kann nicht jeder Betrieb oder möchte nicht jeder Betrieb ausführen. Vor allem ist es oft mit sehr hohen Kosten verbunden. Ihr wisst ja, dass wir bei Marc und auch schon bei anderen Kunden auch den Banktoilettenumbau schon mal gemacht haben mit der Klesana, das gut verkleiden können. Also wir können euch das anbieten. Bei uns in Wertheim vor allem machen wir das ganz gerne. Ihr wisst ja auch, dass das Fahrzeug, dass ihr es bei uns auch gut bestellen könnt. Wir sind spezialisiert, würde ich mal fast sagen, auf MLTs, aber generell auch Allradfahrzeuge. Das ist ein bisschen unsere Stärke. Wenn ihr da eine Klesana reinhaben wollt oder ein anderes Toilettenformat, dann sprecht uns gerne drauf an. Ja, also die Kontaktdaten und so weiter, die findet ihr natürlich dann wieder in der Videobeschreibung. Dann kommen wir zum Kühlschrank. Dometic Kühlschrank müsste ein Fassungsvermögen von ca. 150 Liter haben. Kann ich in beide Richtungen öffnen. Ich habe sogar, das habe ich gerade gesehen, ich habe sogar ein Bio-Fresh Safe. Ja, ich kann hier sogar zwei Varianten einstellen. Finde ich echt cool. Das war mir noch gar nicht bewusst. Und dann kann ich auch hier das Frosterfach in beide Richtungen öffnen. Ist ein Kompressor. Hier nochmal Stauraum. Der Dachlüfter, den ihr über mir seht, das ist Sonderausstattung. Und da unten haben wir auch nochmal Stauraum. Da ist sogar so noch ein Brett, das kann man raus oder rein machen. Wahrscheinlich auch seine Berechtigung. Ja, und dann sind wir eigentlich schon im Bett, im Schlafbereich angekommen. Der sieht echt schick aus, muss ich echt mal so anmerken. Ja, also das Polster einmal hier in der Mitte, das sind auch Bezüge, die habt ihr schon mit dabei. Also im Preis sind die enthalten. Sehr, sehr geil, muss ich echt sagen, dass das halt Hümer so anbietet, weil ihr könnt die einfach waschen. Die sind einfach schon konfektioniert auf diese Polstergrößen. Und dieses Brettchen hier, das mag jetzt für den einen oder anderen ein bisschen globig aussehen, hat aber auch einen ziemlich geilen Nutzen für den einen oder anderen, der es noch nicht weiß, das könnt ihr dann tatsächlich auch als Ablage benutzen, um zum Beispiel auf dem Bett zu frühstücken oder zu essen oder irgendwas zu snacken oder sonst was. Ja, kann man ganz gut verwenden. Hier wäre dann noch ein Platz für einen zusätzlichen Fernseher. Hier habt ihr auch den Kleiderschrank. Und jetzt kommt der Unterschied zum 580 im Innenraum. Da habt ihr normalerweise nämlich hier nochmal so einen kleinen Schrank. Und den könnt ihr durch eine Paketumstellung, könnt ihr daraus die XL-Betten machen. Ich glaube sogar beim neuen Modell ist es schon automatisch das XL-Bett. Da habt ihr einfach noch mal ein bisschen mehr Platz. Da kommen dann diese 9 cm zu tragen. Deswegen haben wir hier auch etwas kürzere Betten. Heißt also, wenn ihr lang seid und auf große Betten steht und die haben wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich eher zum 580. Ja, aber das zeige ich euch gleich noch mal. Ja, das finde ich auch immer ganz geil von Hümer. Wir haben hier zum Beispiel die Tellerfedern, die Klima-Plux-Elemente. Ist auch eine Frage des Geschmacks. Den einen oder anderen ist ein Lattenrost lieber, aber die sind eigentlich die hochwertigeren Varianten. Was ich halt geil finde, ist, dass das hier durch so Federn, dass ihr das einfach hochklappen könnt. Kleiderstangen ist mit dabei, Licht ist mit dabei, was ihr an- und ausschalten könnt. Und sonst richtig viel Stauraum. Ja? Wenn man da mal drunter guckt, da könnt ihr echt viele Klamotten dann unterbringen. Den ganzen Spaß haben wir auch auf der anderen Seite. Natürlich nicht zum Hochklappen, aber trotzdem noch mal ein bisschen Stauraum. Und was ich jetzt im Schlafbereich halt einfach richtig geil finde, schaut euch das einfach mal an, links und rechts, wie das verkleidet ist. Ja, also das Native Bamboo kommt hier wieder zum Tragen. Das hier oben, nicht wundern, das sollte normalerweise noch so ein Faden durchgeführt sein. Aber eine offene Ablage, die nochmal hinterleuchtet ist, dann dazu, die Klappen sind natürlich kleiner geworden. Das ist aber auch so, dass das auch Feedback war von MLT 75 Fahrern, weil die anderen Klappen weiter nach unten kamen und somit der Schlafbereich etwas bedrückender erschien. Ich zeige euch gleich noch die Bettenmaße, keine Sorge. Und
Der Vorteil ist jetzt, dadurch, dass es nicht mal über die Hälfte des Körpers rübergeht und ich jetzt aufstehen möchte, schlage ich mir nicht zwingend den Kopf an und habe meine Schulter nämlich erst hier. Ja? Und meine Schulter ist die Wahrscheinlichkeit halt etwas niedriger, dass ich die anhaue. Und ihr seht jetzt auch mal hier diese kleinen Fenster. Wirkt natürlich nicht so lichtdurchflutet, wie man das sonst hat. Ich muss aber sagen, durch die Funktionsleuchten hier vorne, durch die indirekte Beleuchtung links und rechts, die indirekte Beleuchtung hinten, mangelt es euch eigentlich nicht an Beleuchtung. Und dann habt ihr halt diese kleinen Fenster und ja, da sieht man halt einfach nicht so viel wie bei den alten Fenstern. Ein bisschen mehr Stauraum, dadurch trotzdem ein bisschen kleiner. Mit den kleineren Fenstern können die Leute nicht so reinschauen. Ich komme jetzt erstmal noch kurz zu den Bettenmaßen. Ich habe hier meinen schönes Maßband. Ein Zollstock wäre geiler gewesen, aber den habe ich bei Detlefs irgendwie liegen lassen. Also hier eine Bettenlänge von 1,80 Meter und auf der Seite von 1,90 Meter. Also hier haben wir einen guten 1,90 Meter, auf der anderen Seite 1,80 Meter. Auch die Sitzhöhe will ich jetzt auch noch mal ganz kurz machen. 80 cm kann man ganz gut sitzen. Und dann haben wir noch die Klappen. Das finde ich halt immer ganz geil bei Hümer, diese Treppenstufe, die da halt drinne versteckt ist, die ist immer sehr, sehr komfortabel und die kann ich meistens auch mit einer Hand bedienen und ich mache diesen Test mehrmals. Die ist halt auch wirklich stabil, die kann ich echt gut belasten und dann kann ich die einfach wieder hier reinpacken. Hier unten haben wir noch eine kleine Bodenklappe. Da ist dann der Abwassertank drin. Bevor ich es vergesse, ihr habt den Unterfahrschutz selbstverständlich beim 570 auch dabei in dem Paket. Und jetzt dürft ihr mal euer Feedback in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr von dem neuen MLT 570 als Crossover? Mir persönlich gefällt er gut. Gerade in Bezug auf den Preisvorteil finde ich das wirklich ein sehr spannendes Fahrzeug. Ansonsten haben wir nicht so viel Neues da drin. Die Lightbar, okay, das Leder Lund. Der Rest ist ja ähnlich wie zum 580 oder war auch mehr oder minder so ein bisschen abzusehen. Ich finde es auch gut, dass Hümer jetzt keine andere Deko genommen hat, da nicht irgendwie mit Carbon gearbeitet hat, weil ich glaube, das wäre ein ziemlicher Stilbruch im Fahrzeug. So sieht er dann meines Erachtens, könnt ihr aber gerne mal unten reinschreiben, echt schick aus. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und folgt unserem Kanal Hümer TV, wenn ihr mehr Interesse habt, euch für eine Bestellung interessiert oder irgendwas Sonstiges, dann sprecht unser Verkaufsteam drauf an. Die Kontaktdaten findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung und ja, Glocke aktivieren. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis bald.